verschenkt, weil die wird nicht benutzt. Also hier, das wird von Hand gemacht. Ja, ich bin da in den Schwabenquellen und dann außen, wo man ganz toll gechillt in der Sonne liegen kann, an der Bar sitzen kann. Da kann ich persönlich jetzt zur Ruhe kommen. Früher natürlich im Biergarten, aber den gibt es ja jetzt nicht mehr wegen Stuttgart 21. Ich habe ein Konzept, ich habe eine Lösung. Eigentlich muss man gar keine mehr bauen, man muss nur alt und jung zusammenbringen. Weil es gibt viele einsame alte Menschen, die große Häuser haben und junge Familien, die Wohnraum suchen. Oder es gibt genug Gewerbeflächen, die nicht genutzt werden. Da als OB werde ich da mal kurz Nutzungsänderung machen und Gewerbeflächen als Wohnraum ausweisen. Mein Ziel ist nicht 2050 oder 2030, sondern sofort. Und was bringt es, einen Klimanotstand auszurufen, hat die EU schon vor einem Jahr gemacht. Und sie tun nichts, sie haben keine Lösungen. Wir müssen doch selber bei uns anfangen, Ökostrom zum Beispiel beziehen, nicht mehr so viel Fleisch essen, das braucht ganz viel CO2. Dann nicht mehr so viel Klamotten kaufen, weil die Produktion verbraucht sehr viel Schadstoffe. Ja, dann Plastik vermeiden und natürlich diese Verteiler, damit Lebensmittel nicht mehr weggeschmissen werden müssen. So kann man auch unsere Umwelt schonen. Natürlich, gratis, logisch, wer will das nicht? Und das könnte man auch finanzieren, indem man die 1 Milliarde Opernsanierung nicht macht. Da ich ja hier arbeite, habe ich dieses Problem nicht. Und da ich alles ehrenamtlich mache, ohne Geld, aber ich gehe ganz, ganz viel zu Fuß in die Stadt, weil es auch meiner Seele gut tut. Und wenn es halt sein muss, fahre ich auch mit dem Auto, aber nicht mal 5%. Weil ich geradlinig meinen Weg gehe, ich bin bürgernah, unabhängig, unbestechlich. Und ich werde immer für euch da sein. Ich werde auch nicht scheuen, die Stadt oder das Land Baden-Württemberg zu verklagen, wenn die nicht jetzt soziale Gerechtigkeit für alle Menschen machen und nur auf Profit schauen und nicht nach den Menschen. Platz 6, Friedhild Miller, eure Friedi. Ich werde für euch kämpfen, denn ich weiß, wie es ist, also sozial ganz unten zu sein.